Jawohl, der erste Kill sitzt. Moin Leute und herzlich willkommen zu einer Runde Minecraft. Rage Mode ist es tatsächlich. Und ich freue mich, euch herzlich willkommen heißen zu dürfen. Eigentlich wollte ich eine coole Begrüßung machen, aber die habe ich schon wieder vergessen. Mann, der vergessliche Olaf ist aber auch eine Plage in der heutigen Gesellschaft. Das wäre eine richtig coole Begrüßung, warte. Ich mache die jetzt nochmal nachträglich. So, stellt euch vor, das Video geht jetzt erst los. Also, ich heiße nicht nur Olaf, sondern auch euch herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir, dem Olaf Gaspringi. So, das ist doch viel fresher, finde ich ja nicht auch. So, jetzt muss ich erstmal hier aber versuchen, ein paar Leute mal eben zu schnetzeln und dem mal zeigen, wo der Hase die Löffel hat, ne? Beziehungsweise wo der Frosch die Locken hat. So nennt sich das ja heute in der heutigen Gesellschaft. Und dieses ganze Spawn-Killen, das ist nicht unbedingt das Konzept, mit dem ich gut leben kann. Ist hinter mir einer? Ja, hinter mir ist... Hier ist immer irgendeiner hinter einem. Gut, aber den habe ich wenigstens mit der Axt erwischen können. Äxte sind ja hier ein regelrechte Plage. Auch für... Also für mich jetzt nicht so, weil... Naja, doch, eigentlich für mich auch. Jetzt spätestens gleich, wenn die ersten Leute anfangen, mich mit ihren doofen Äxten zu treffen, dann weiß ich auf jeden Fall den Wahrheitsgehalt meiner Worte zu schätzen. Aber jetzt müssen wir jetzt erstmal ein Thema ansprechen. Und zwar das, was ich schon im Titel geschrieben habe und weswegen ihr hier drauf gegangen seid. So, der ein oder andere von euch weiß ja sicherlich, dass ich einen alten Kanal habe, der bis heute noch so gut 3.500 Abonnenten hat. Ah, da ist schon die erste Axt, ich habe es eben erwähnt. Und da wollte ich mal mit euch bereden, ob es okay wäre, wenn ich ein paar, nicht alle, aber ein paar der Videos von dort hier auf den hier rüber transferiere. Sprich, einfach nochmal neu hochlade. Denn es gibt eine Menge echt gute Videos, wo ich der Meinung bin, dass sie gut sind zumindest. Und wo ich mir auch echt viel Mühe gegeben habe bei der Erschaffung, die da einfach rumhängen und ja, heutzutage von niemandem mehr beachtet werden. Natürlich gibt es ein paar Videos, die doof sind, wir sind uns da alle einig. Ich habe da schon ein Video zu gemacht zu dem alten Kanal. Link in der Beschreibung zu dem, für alle, die es noch nicht gesehen haben. Was ging denn da ab? Sag mal, neue Runde. Da sind wir auch schon direkt in der zweiten Runde und diesmal sieht es hoffentlich ein wenig besser aus für den guten alten Olaf. Genau, ich war stehen geblieben bei Videos, die ich nochmal hochladen möchte. Das sind ein paar einzelne. Ich hab das ja schon angefangen, einfach teilweise aus Ermangelung an irgendwelchen anderen Videos, die ich stattdessen hochladen kann, weil ich irgendwie Zeitstress hatte und es nicht geschafft habe, ein Video für euch zu drehen, habe ich einfach eins von meinem alten Kanal genommen. Ich muss zugeben, ich habe schon ein bisschen geschummelt bei euch. Tut mir auch sehr leid und so und weiter und so fort, aber es ging halt in der Situation nicht anders und deswegen muss ich das dann mal machen. Ich hoffe, ihr habt Nachsicht. Aber jetzt geht es um ein paar andere Videos, die ich ziemlich hart persönlich gut fand. Ich will jetzt nicht sagen feiere, weil das käme dann, glaube ich, ein bisschen arrogant rüber. Aber Videos, wo ich dann wirklich extrem viel Zeit und Arbeit reingesteckt habe. Zum Beispiel auch ein Video von Über Melina Sophie, das ist eine YouTuberin, 2 Millionen Abonnenten hat die, glaube ich, mittlerweile. Kennt vielleicht sogar der eine oder andere von euch. Da habe ich mal aufgedeckt, was die eigentlich für eine miese Tante ist. Ich habe da so ein bisschen Kritik spielen lassen und ich fand das eigentlich relativ gelungen. Und da habe ich 6 Stunden allein schon am Skript geschrieben und das Ganze dann eingesprochen und dann nochmal geschnitten, den ganzen Spaß. Und ihr könnt euch vorstellen, das war eine ziemlich räudige Arbeit. Aber es hat mir Spaß gemacht und am Ende haben es auf meinem alten Kanal 800 Leute gesehen, irgendwie sowas in der Art. Und es hat sich auf jeden Fall gelohnt, weil jeder, den ich mit diesem Video umgestimmt habe, den ich mit diesem Video überzeugen konnte, hier, schau mal, die ist gar nicht so cool. Das war eigentlich jemand, den ich dann, ja, wofür es sich gelohnt hat, allein schon das Video zu machen. Denn es gibt Menschen, die haben Erfolg mit Dingen, die eigentlich echt uncool sind und die eigentlich aber auch kein anderer mitkriegt. Das sind dann wiederum Geschichten wie, na gut, Bibi kriegt ja eigentlich jeder mit, was die wiederum für eine, ja, für eine Tröte ist, sag ich es mal so. Und da juckt es aber ihre Fans einfach nicht. Das sind einfach, hat Ultralativ mal ein wunderschönes Video drüber gemacht, ich weiß nicht, ob ihr die kennt. Wenn nicht, dann ist es auf jeden Fall ein empfehlenswerter Kanal um die 100.000 Abonnenten, die machen halt sowas ähnliches wie Klangown und der Heider, die werdet ihr mindestens vom Namen her kennen, also sonst bin ich euch böse. Also habt ihr ganz viel nachzuholen, was YouTube angeht, Leute. Denn es gibt ein paar YouTuber, die sind, ich will es nicht sagen Tradition, aber die sind auf jeden Fall zu schauen, mindestens zu kennen, wenigstens den Namen gehört zu haben und optimal wäre natürlich, wenn man auch noch weiß, was für ein Genre die machen. Es gibt ja verschiedene Genres auf YouTube, so die Let's Player, dann irgendwo noch die Vlogger, die News-Leute, die... Ja, es gibt eigentlich echt eine Menge von Leuten, die verschiedenes Zeug auf YouTube machen. So, der da hat ausgesehen wie ein Kumpel von mir, der Minecraft-Skin. Es ist auch schon mal vorgekommen, dass ich jemanden gesehen habe, der mit meinem Skin rumgelaufen ist. Ich weiß nicht, wie das passieren konnte, aber einmal ist es mir vorgekommen. Es war auch eine riesengroße Party. So, guckt euch das mal an. So muss eine Runde laufen. Das ist der Olaf führt. Das ist eigentlich der Rundenverlauf, den man sich wünscht als...
als Olaf, aber hoffentlich auch als Olaf-Zuschauer. Denn ihr seid ja praktisch in dem Moment ich. Das finde ich auch total interessant. Also ich weiß, ich springe heute von einem Thema aufs andere. Genau, eigentlich habe ich noch gar nicht gefragt. Leute, ihr könnt mal abstimmen oben, ob ich jetzt ein paar Videos re-uploaden darf oder nicht. Das ist schlussendlich eure Entscheidung. Ich werde euch nicht mit re-uploads bombardieren, das verspreche ich euch. Es werden ein, zwei andere noch Videos kommen, die von meinem alten Kanal spannen, sicherlich. Die spannen von meinem alten Kanal, nee. Die stammen von meinem alten Kanal. Mehr wird das auch nicht sein, das verspreche ich euch. So, gut. Also, jetzt nachdem ihr wunderschön abgestimmt habt, könnt ihr auch gleich mal mit der Maus oder mit dem Finger direkt weiter auf eine Bewertung gehen. Ich sage jetzt bewusst nicht auf den Like-Button, denn womöglich gefällt euch das Video gar nicht und ich will euch natürlich eure ehrliche Meinung nicht vorwegnehmen. Schreibt ganz ehrlich, ob euch das Video gefällt oder nicht. Und fehlen einem nur noch zwei Kills zum Sieg. Das kann ich nicht gutheißen. Ist es der Typ hier? Nee, das ist. Es geht um einen namens Legend Rogues. Da hinten ist er. Ich sehe ihn. Den muss ich jetzt. Nein! Mit der Axt. Jawohl, nein! Der hat ihn nicht mit der Axt getötet. Der hätte ihn mit der Axt umbringen müssen. Ich hätte es fast geschafft. Aber mir wurde der Kill. Okay. Nochmal eine interessante. Nein! Nein! Okay, den habe ich so gekriegt. Und jetzt. Nein! Nein! Ich wurde mit der geaxt. Naja gut, der andere wurde auch geaxtet, aber trotzdem ist es extrem bitter, wenn man geaxtet wird. Das tut dann immer nochmal richtig hart in der Seele weh. So, jetzt muss ich mal der Olaf ein bisschen bemühen hier. Und nochmal fix mit Speed durchlaufen. Speedy Gonzales hier. Und einmal, zack, den einmal. Wir haben uns jetzt irgendwie gegenseitig wieder umgebracht. Was eine interessante Gegebenheit ist, wenn man bedenkt. Oh, hier ist jemand. Kill. Ich führe sogar. Er hat offenbar noch eine zweite Axt abbekommen. Jedenfalls habe ich jetzt den kleinen Vorsprung. So, ich weiß nicht mehr, wie viel Kills ich genau brauche, aber offenbar ist es jetzt nur noch ein einziger. So, und hier hinten ist einer. Dich muss ich kriegen. So ist es. So sieht's richtig aus. Gut, wunderbar. Der Olaf Gasprigi hat gewonnen. Das freut mich persönlich und wenn es euch auch freut, dann lasst mir einen wunderschönen Kommentar drunter. Ich habe letztens, glaube ich, hoffentlich alle beantwortet. Wenn nicht, dann korrigiert mich. Ich werde es diesmal nochmal versuchen. Habt einen wunderschönen restlichen Tag. Gehabt euch wohl und ciao. Euer Olaf. Ah, ich muss eigentlich noch mal anmerken, dass ja Wochenende ist. Genau, schreibt mir mal in die Kommentare, was ihr dieses Wochenende so vorhabt. So, jetzt aber Schluss. Ciao.